Sarah, warum hast du eine Zahnspange? Bei mir ist es so, dass ich eigentlich schon jahrelang Kieferbeschwerden habe, auch Nackenverspannung, Schulterschmerzen. Und das liegt daran, dass ich einen zu tiefen Biss habe. Das weiß ich auch schon. Und jetzt habe ich aber endlich mal einen Schritt gemacht und habe auch eine Zahnspange machen lassen. Und es ist tatsächlich so, dass meine Beschwerden weg sind. Ich habe es jetzt 8 Wochen und ja, geht mir schon so schnell. Geht mir schon gut. Es ist eigentlich stressig, 24 Stunden am Tag online zu sein und nebenher studieren, Freunde und so weiter. Oder kriege ich bei dir auch mal das Handy aus? Das Handy ist schon mein ständiger Begleiter, aber dadurch, dass ich ja selber auswählen kann, was ich zeige, was ich nicht zeige, wann ich was zeige, ja, ist noch relativ entspannt, weil ich es am Ende dann entscheide und ich das dann auch schon respektiere, wenn Freunde dann nicht mit drin sein wollen. Und gerade wenn ich mit Freunden vielleicht das öfter mal weglasse. Aber dadurch, dass es wirklich alles in meiner Hand geht, was ich zeige, wie viel ich zeige, wann ich was zeige, fühlt es sich nicht so stressig an, wie es vielleicht von außen aussieht. Und macht das Handy auch mal aus oder nicht? Wenn ich schlafe. Also schon morgens der erste und abends der letzte Griff. Wurdet ihr schon auf einen Patienten gebissen? Ja. Also ich schon. Ja, das war ganz frisch aus dem Studium. Und dann saß eine demente Frau vor mir, aber das war richtig übel. Da dachte ich, ich kann gleich in meinen Beschäftigung so gut gehen. Das war richtig besser. Ja. Ich wurde schon mehrmals gebissen, aber jetzt noch nicht richtig fest, aber ja, schon von Kindern. Wenn die irgendwie nicht dran denken oder so und zumachen, dann war es schon mal ein Fingerprint. Das kann glaube ich nicht doppelt sein. Ja. Berufsrisiko. Ja. Berufsrisiko. Man muss die Finger doppelt versichern. Ich habe auch schon öfters gesagt, ich beiß nicht, anders probieren. Was sind deine Tabus? Was würdest du niemals posten? Ich würde niemals sehr freizügige Sachen posten, also irgendwelche anzüglichen Sachen. Alkohol sieht man bei mir eigentlich auch, also ich bin sowieso so gut wie nie, aber auch wenn ich es bringe, dann teile ich es nicht, weil ich schon ja meiner Vorbildfunktion bewusst bin. Also da gucke ich dann schon, genauso auch wie so ganz private Sachen. Also in dem Streit will ich jetzt nicht mein Handy rausholen. So ein bisschen so ganz private Sachen und einfach, wo ich denke, okay, wir gucken einfach viele Jünger, so das muss einfach nicht sein. Also wie gesagt, also ich trinke ganz selten Alkohol, aber auch das finde ich, muss man dann nicht unbedingt so vorleben einfach. Warum verschieben sich Zähne wieder, wenn man schon mal eine feste Zahnspange hat? Also grundsätzlich ist es so, Zähne bewegen sich ein ganzes Leben lang und darum muss man unbedingt nach der Behandlung schauen, dass man das Ergebnis sichert in Form von Retainern, die man klebt oder auch so Retentionsschienen. Also ich habe mal immer wieder das Problem, dass sich die Zähne wieder verschieben. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was sind deine Ziele? Ich möchte das Studium zu Ende machen auf jeden Fall und auch weiter in der Selbstständigkeit bleiben. Ja. Es kann einfach sehr viel Spaß machen, sehr viel Freiheiten gibt und ja, passt perfekt zu mir. Wie soll man euch antworten, wenn man als Patient mit offenem Mund darlegt und ihr Fragen stellt? Einfach mit Ja, Mikkel. Wir erwarten eigentlich keine Antwort, sondern wir fragen, um dem Patienten einfach ein besseres Gefühl zu geben, dass man sich mit ihm beschäftigt, dass man nicht nur dran liegt und nichts hat, sondern einfach, um ihn auch ein bisschen zu unterhalten. Ach, und man erwartet eigentlich keine Antworten, aber einfach ja, um die Stille ein bisschen aus dem Raum zu nehmen. Genau. Und wie fühlt sich die Spange jetzt an? Ungewohnt, aber gut. Also auch das Einsetzen, das hat überhaupt nichts wehgetan. Ging schnell. Also fühlt sich gut an. Natürlich ungewohnt mit den Lippen, aber sehr entspannt. Bis zu welchem Alter lohnt sich eine feste Zahnspange? Gibt es eigentlich keine Altersgrenzen? Also wir haben auch eine Patientin, die ist 70. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass eben die meisten mit den eigenen Zähnen ins Grab gehen, dass keine Prothesen mehr hergestellt oder immer weniger Prothesen, künstliche Zähne hergestellt werden. Und dann ist es umso wichtiger, dass dann die Zahnstellung stimmt und der Biss und auch Probleme behoben werden. Aber es gibt keine Grenzen.
Außerdem ist es so, dass man heute ja weiß, dass viele Probleme, Kopfschmerzen, Migräne, Verspannungen, die auch ältere Menschen viel haben, vom Cannabis kommen. Gehen Kieferorthopäden zum Zahnarzt? Klar. Sag aber, wie sieht man es? Du hast eine Zahnspange? Ja. Hattest du schon eine? Also ich hatte noch nie eine. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich so tue. Also ich kann es nur von außen als Arzt hören. Du hast. Ich kann mitfühlen. Du hast schon eine und sie hat das schon. Ja, ich hatte schon als Kind ein paar Jahre und ja, jetzt Nummer zwei. Was ist der Unterschied zwischen Zahnarzt und Kieferorthopäde? Also Kieferorthopäden sind auch Zahnärzte. Wir haben Zahnmedizin studiert. Und haben noch eine vierjährige Zusatzausbildung in der Kieferorthopädie. Wir sind Fachärzte. Aber eigentlich sind wir auch Zahnärzte. Vielen Dank euch für die vielen Fragen, die ich bekommen habe. Und natürlich auch Dank an euch für das tolle Gespräch und auch eure Ehrlichkeit. Gerne. Danke. Und auch. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne.